Herzlich willkommen zu einer weiteren Fahrzeugkarte in Thüringen 2.0, Version 2.0. Wir machen immer noch hier Mais, ja, sagen wir so leider, aber das so langsam aber sicher geht es den Ende entgegen, ne? Wo es halt ein paar Mal dauern wird, aber gut, das schaffen wir auch noch. Das ist für das nächste Jahr nicht geplant, da habe ich was anderes vor. Da überlege ich mir, ob ich da Gras reinsehen werde. Und da machen wir einmal ballen kräftig, weil wir haben aktuell keine Fläche frei von der Fruchtfolge her, wo man sagen könnte, okay, ich hätte den Punkt noch ein bisschen weiter nach hinten machen sollen. Bruder. Na gut. Ein paar Meter. Weil er tut gut verteilen, aber nicht halt nach hinten schieben, ne? Muss ich den Radlader nehmen. So, gehen wir nicht aus. Oder ich muss hier nochmal Kursblick ganz kurz. Naja. Wenn das erste mich läuft, würde ich jetzt ungern eingreifen. So, ein bisschen reinschieben hier. Halt mal ein bisschen, ne? So, wollen wir zurückfahren? Mit vorne. Geht schon so. Bin schon ein bisschen heftig hier. So, jetzt können wir teilen. Wir haben ein bisschen Platz hier noch, ne? Dann geht aber rein. Und hier ein bisschen glatt machen, dass er nächstes Mal nicht so Schwierigkeiten hat hier. Oh, der nächste kommt. Da können wir mit dem Tricksen, da können wir uns hier hinstellen. Da bremsen wir hier mal ab und dann kippt er hier vorne ab. Wir sind nicht so blöd wie letztes Mal und warten außerhalb. Wenn er hier vorne anhält, dann kippt er genau da ab, wo ich jetzt hingucke. Ja, weiß keiner, ne? Aber irgendwo da. Kann man nicht sehen, wo ich ihn zeige. Genau da. Na ja, ja, ist schon gut so. Er darf gerne oben anfangen und dann nach und nach arbeiten wir uns dann nach unten vor. Das kommt alleine runter, sag mal so. Süße. Darf der nächste kommen? Aber mit drei wollte ich nicht anfangen, weil mit drei ist halt irgendwie der Herr zu viel. Obwohl, je weiter weg, umso sinnvoller sind da drei Fahrzeuge. Ne?
Aber die nächste Maisaktion mal sehen, wo wir die machen. Es sollen auch Felder sein, die ein bisschen günstig geformt sind. Also ich glaube die 40 wäre ganz gut. Haben wir noch nicht, aber mal sehen. Wir kriegen ja fast 2 Silos voll. Die eine ist schon gut gefüllt und der nächste, mal schauen wir. Müsste ja gleich kommen, der Bruder. Schon mal blockieren, den Burschen. Die ein bisschen ranfegen, ne? Ja, wo ist er denn? Wo bleibt er denn heute? Ja, so ein Sauberer. Was sagen die Kühe? Du happy happy? Oh. Mischration wird, naja. Sollten wir mal heute noch machen, ne? Und Sauberkeit auch. Oder schauen wir mal. Wettermäßig. Was ist das hier? Um 18 Uhr mal Regen und dann wird es länger vertrocknen. Dann können wir mal sagen, ja, heute mit nichts, aber ab morgen wieder. Ja, das ist ja ein weiter Weg zu merken. Ich trinke noch ein bisschen Cappuccino. Bei mir ist heute Freitag. Letzter Urlaubstag. Zum Glück ist Montag noch ein Feiertag. Ansonsten wäre jetzt Wochenende dann wieder arbeiten. Aber Dienstag halt, ne? Der kommt eine lange Durchstrecke, eine sehr lange Durchstrecke, sag ich mal so ganz vorsichtig, bis April näher Ostern kommt, ne? Wo ein paar Tage länger frei hat, ne? Ah, da hetzen die durch, du, da gibt's nichts mehr. Du, da, okay. Da muss ich wieder reinschieben, du. Da habe ich auch keine Lust zu. Und dann müsste ich den Kurs ändern bei dem Burschen. Das will ich aber nicht. Die ist genau richtig. Hier fehlt noch was. Ah, schon verteilt. Ah, nochmal zurück. Oben nicht schräg gefahren. Bei 7 Lebens komme ich auch voran. So. Immer interessanter. Man steigt so nach und nach in den ganzen Ding ein und dann nachher ist es eine interessante. Ich habe mein erstes Haus gebaut. Na gut, ich habe ein paar viele Folgen vorausgebaut, aufgenommen im Prinzip. Und das dauert noch ein bisschen, bis das richtig losgeht, ne? Also bis das zu sehen ist, ne? Bis wieder die Holde kommt hier. Aber mein Haus ist noch nicht perfekt, kann man mal zusagen. Was mir nicht gefällt, ich kann die nicht von oben entsprechend, wenn die vorm Haus stehen, abballern. Das ist nicht möglich. Also muss ich da entweder vom Haus eine Blockade aufbauen durch Spikes oder durch einen Grabenbuddel, ne? Dann kommen die nicht so dicht ran. Dann kommen die in meine Reichweite von meinem Jagdgewehr. Und durch den Reifen, das klingt nicht gut. Das wäre das genial, ne? Also wie bestellt für Mais, ne? Dadurch können wir Mais machen, sonst hätten wir Gerste gemacht.
Also Stroh, wenn man, Heu werden wir nach wie vor kaufen. Da sehe ich keine Möglichkeit zurzeit, Heu selber herzustellen. Aber nächstes Jahr, denke ich mal, ist das eher möglich. Wir brauchen ja nur Heu für Mischfutter, das ist ja nur, nur ist gut, aber immerhin, ne? So lange aber sicher kriegen wir die Ecke auch voll, wir verteilen vor allen Dingen. Dass wir die Ecken da auch noch voll kriegen. Und schön verdichtet vor allen Dingen. So, Stück für Stück. Der nächste ist voll und Balkon. Bei Mist gab es ein Update. Mal schauen, was wir da gebracht haben. Aber das will ich eigentlich nicht zeigen. Das spiele ich aktuell auch gar nicht, weil ich einfach die Zeit nicht habe. Platz machen, ne? Mal sehen. Hier soll er so stehen bleiben. Da haben wir. Da reicht aus. Dann gibt er das da ab. Und dann haben die Ecke auch wieder voll. Dann müssen wir schauen mit mehr links, wo er anfährt, dann mal mit dem Plan machen, ne? So kommt er gut rüber. Das Silo ist ein bisschen zu kurz. Wenn es ein bisschen länger wäre, wäre das ein bisschen besser. Für Kursplay. Oh, die Hänger sind zu groß. Kann auch sein. Aber wir müssen mal so nehmen, wie es ist, ne? Ich weiß ja nicht, wie das mit dem Größenverhältnis real wäre. Ob das so passen würde. Das weiß ich halt nicht. Ich bin eigentlich mein Freund dazu, dass man sagen muss, dass man versucht, das mehr oder weniger 1:1 umzusetzen, an Möglichkeit, auch wenn es ein Spiel ist. Ziehe ich das vor, wenn es etwas Richtung Real geht, ne? Also anders nämlich dann Kinderkacke, weil die im Prinzip Fantasiespiele wie hier wie Trickfilmfiguren und so, naja. Muss ich nicht haben. Der nächste ist voll. Ja, geht er vorwärts. Kommt er schon? Nö. Ich werde mal die Geräte sauber. Hat ja auch was, ne? Ein
doch schon merken, dass sie ein bisschen mehr fahren müssen. Wenn ich noch Heu vorziehen oder zunehme. Ja, sind ja drei Streiten her. Ja, was haben wir jetzt drin? Über 2 Millionen. Etwa hier vorne. Da kippt es jetzt ab. Ja, genau richtig, da willst du ihn haben. Da haben wir zwei schon richtig so. Die wollen es auch noch verteilt haben, ne? Aber wir haben schon gut was hingekriegt hier. Also die Ecke links an der Wand ist auch schön gebracht worden schon. Das hexte gut hier. Langsam aber sicher füllt sich der Rand auch. Das andere Silo schon mal 19%. Das heißt für uns noch brauchen wir nichts dran anfangen. Ich meine, tagsüber kriegen wir das locker versorgt, denke ich mal, dass es immer halbwegs voll ist, aber nachts, wenn wir auf 30 fahren, dann wird es einfach nichts. Siehst du, fast voll. Na, jetzt kommt die Wende mal rüber, oder? Wenn er kurz steht. Ja, so viel ist ja gar nicht mehr, ne? Das finde ich aber schön, ne? Ja, kleckern tue ich hier. So, liebe Schauer, die Folge ist schon wieder überzogen. Ich sage immer Tschüss und den Winkel, schau. Man hört und sieht sich dann gleich weiter zur weiteren Folge, denke ich mal. Ne? Da geht es nämlich weiter. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und den Winkel, schau. Jo, bis gleich, ne? Wenn ihr mögt, ne? Müsst ja nicht. Ne? Ich mag schon weiter. Tschüss.